Alin Baumann auf den Spuren von Huldrych Zwingli. Mit der Reformationsbotschafterin Catherine Macmillan entdeckt sie an den Originalschauplätzen, wie Zwingli uns bis heute prägt. Ohne Druck keine Reformation. Bei Bruno Altier kann man heute noch so drucken wie vor 500 Jahren. Drei junge Filmemacher sind vom Reformator so fasziniert, dass sie einen eigenen Spielfilm produzieren. Zwingli und ich im Fenster zum Sonntag.